Dem Überlebenschancen. So, aber jetzt können wir es immer anmachen, wenn uns hier welche hin verfolgen. Nein, jetzt nicht anmachen. Zu spät. Da ist es einfach mal angegangen. Mal gucken, ob wir hier gleich noch einen Notausgang irgendwo für uns klären können. Jawohl. Komm zu mir, Baumstämme. Warum fließt du wieder hin? Ach so, ich hab dich. Dann ist ja gut. Und tschüssi. Es wird jetzt auch an die schöne Wand hier gebaut. Mal gucken, das sieht doch nicht schlecht aus hier. Ein, zwei. Noch ein Baum. Was ist mit dem hier? Wo genau steht dieser Baum? Hier? Nein. Der ist da drin. An dem kann ich wohl nichts ändern. Dann hole ich mir schnell den hier noch. Moment, ich brauche so ein Soda. Hier, Restores Energy. Drink, genau. Gib mir schnell den Baumstamm. Ach genau, was ich ausprobieren wollte, das mache ich dann auch direkt. Wenn dieser Baum hier runtergekommen ist. Kann ich ja jetzt eben schnell machen. Nein, kann ich jetzt gerade nicht machen. Doch, kann ich. Combine. Combine. Funktioniert das? Es funktioniert. Das ist doch gut. Weil ich glaube, die ist besser als diese Mini-Axt. So ein dickes Ding. So. Die nächste Mauer fertig. Ist doch gut. Hier kommt auch nichts mehr durch. Ja, ja, Leute, hier könnte es echt eine gute Bleibe für uns sein. Dann bauen wir hinten noch unten unsere kleine Festung. Alter, ich will doch nur den Baum. Ach, das ist so einer, den ich nicht fällen kann. Ich glaube, die Axt ist besser. Ich habe die mal mit meinem logischen Verstand habe ich nachgedacht, habe die dann gecraftet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was schneller ging. Da oben ist auch noch ein Baumstamm. Der lässt sich hier auf jeden Fall erstmal Zeit und hat dann die Rakete gerade in die Luft geschossen. So, hier unten lässt sich doch jetzt schon leben. Jetzt ist das Feuer auch ausgegangen, das ist gut. Mache ich das hinterher nochmal neu. An, wenn ich drin bin wieder. Wie viel Nahrung habe ich denn? Gut, ein Hasen. Hi! Kollege, du bist gerade genau durch mein Craftingfeld gelaufen. Du bist ja ein lustiger. Hier liegen noch Baumstämme. Nur noch zwei Baumstämme, dann habe ich's. Das klingt gut. Einer? Na. Und ich weiß ja, dass hier oben noch einer lag. So. Dann haben wir unsere kleine Einrichtung hier fertig. Meine Freunde. Perfekt. Das
Sieht doch gut aus. Ich muss essen. Jetzt habe ich mein neues Feuer gemacht hier. Achso, das bringt natürlich nur was, wenn da auch schon was drauf liegt. C. Wow. Krass. Glaubt, man könnte auch mal gut darunter einsetzen. Brauche ich nur noch Blätter und dann kann ich da auch schon wieder ein Feuer anzünden, weil das sollte dann die ganze Zeit durchbrennen. Hoffe ich doch. Jetzt habe ich schon wieder meine Billig-Axt hier. Ich will auch die. Warum baue ich eigentlich einen Baum ab? Erstmal muss ich doch wieder eine neue Mauer bauen. Ich bin auch ein Lustiger. Stöcker kann man sowieso immer gebrauchen. Hier sind neue Blätter, hier sind neue Blätter. Da sieht man das schöne Bötchen. Ne, hier sollte kein Ureinwohner mehr reinkommen. Müssen wir nur bei unseren Trips nach draußen aufpassen. Dass uns da keiner überrascht. Aber das werden wir hinterher alles schön absichern. Mit noch einer Mauer hier vor oben und so. Und dann sollten wir einen schönen Rückzugsort haben. Ich brauche was zu essen, bevor ich mich da wieder reinbegebe nochmal. Läuft hier gerade zufällig irgendwas rum? Da ist doch... Was ist das? Ist ein Hase, ne? Och, hier sind ganz viele. Hier, komm. Boah, direkt zwei auf einen Streich. Alter, rutscht schon nicht weg. Und da ist auch noch so ein Lizard, aber ich kann sowieso schon nichts mehr tragen. Weil ich auch noch so ein Lizard habe. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Abgang in unsere Festung. Kann ich anscheinend gerade gar nicht anzünden. Dich hier schon. Es reicht, wenn du so brennst. Hauptsache, du brennst mal kurz, damit uns hier keiner reingelaufen kommt. So, und jetzt hier hinten. Da drin überlebt unser Feuer nämlich, genau, weil es da keinen Regen abkriegt. Perfekt. So, speichern. Gut, Leute. Gib mir die Feder daher. Danke. Das Feuer bleibt immer an. Perfekt, mein Plan ist aufgegangen. Federn. Schön, dass die Vögel hier auch rumchillen. Kriege ich auch immer Federn. Wozu kann man die denn gebrauchen? Hier kann ich mich ja beruhigt hinschillen und mal gucken so ein bisschen. Mhm. Ja, ja. Hier können wir auch eigentlich schon mal ein bisschen so hinstellen, wie wir das hier später haben wollen, ne? Denke ich doch mal. Hier eine Mauer mit Fenster.
Dann eine Mauer mit Tür. Keine Ahnung, machen wir mal so. Alter, ich bugge hier teilweise ziemlich rum in dem Buch. Dann so eine Mauer. Ach, wahrscheinlich, weil ich hier in Stein rein. Oh. Mein Feuerchen ist ausgegangen. Warum ist es aus? Das verstehe ich nicht, aber macht hier nichts. Wir leben ja. Das ist ja kein Problem, das wieder neu anzuzünden. So, perfekt. Das wird hier später unser neues Projekt. Komm, dann stelle ich mich halt hier zu, machst du nochmal ein bisschen Feuer. Ja. Ich denke, dann können wir hier lange überleben. Ich bin schon ziemlich zufrieden, Leute. Das war's dann auch erstmal für. Ne, ich will noch einmal gucken, wie man sich so, was man sich aus Federn machen kann. Braucht man die für Boote? Keine Ahnung, was das ist. Plastik? Ja, Plastik, klar. Kriegt man wahrscheinlich irgendwo bei Strandgut hier oder so. Hierfür braucht man Seile. Moment, vielleicht muss man sich die Seile auch craften. Clothes, Leaves. Aha, man kann mit einem... Nein, man kann mit denen nicht craften. Der Pyrometer, wir sind schon 4767 Schritte gelaufen. Coins. Keine Ahnung, was man daraus craften kann. Wenn ich ehrlich bin. Weiß ich ehrlich nicht. Ach, jetzt fängt's ja an. Irgendwann ist es auch mal gut, ne? Feuerchen. Okay, Leute, dann gehe ich nochmal pennen. Ja, da geht auch schon die Sonne auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Gebt eine gute Bewertung ab. Die Folge wird hier wahrscheinlich in ganz viele Parts unterteilt. Aber es macht ja nichts. Es ist eine Aufnahmesession gewesen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Projekt gefällt, dann liked das Video einfach. Also alle Videos. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich hier machen kann. Bis dahin. Ciao. Hey Leute und willkommen zurück zu The Forest. Mit mir, dem Torben. Und anscheinend hat das Speichern funktioniert. Da bin ich schon mal glücklich. Und wir machen jetzt erstmal ein paar Molotov-Cocktails. Ich hätte natürlich gerne die Flare-Gun. Das Problem an der Sache ist, dass das Schiff ja bei mir nicht ist. Komischerweise, ich bin ja da gespawnt, genau an der Küste. Und das Schiff ist da ja einfach mal nicht. Ja. Und ich habe mir mal im Internet... Warum sind die Bäume wieder da? Warum habe ich keine Waffe in der Hand? Für meine Axt. Aber warum sind die Bäume wieder da? What the fuck? Steht meine schöne Mauer hier noch sicher? Ob sie steht. Gut, zünden wir erstmal das an. Und das war eine dumme Idee, weil ich ja gleich wieder raus muss, weil hier steht ja nur ein Baum drin. Egal. So kommen erstmal keine Eingeborenen. Sind wir erstmal sicher vor den Hunden. Die Flare Gun kriege ich bei mir wirklich nur in der Höhle oder beim Cockpit des Flugzeugs, wenn ich mich recht informiert habe. Weil bei mir das Schiff, diese kleine Yacht da, Segelboot, was auch immer, einfach nicht da ist.
Gut, die Bäume fallen gut. Hoffentlich nicht ins Wasser da hinten. Ei. Ei. Stopp, was ich zuerst machen wollte, bevor ich die Mauern da baue. Boah, ich wollte schon immer mal mit Baumstämmen Fußball spielen, so. Ich wollte mir hier ein paar Nahrungsquellen machen. Food. 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 Da brauche ich Garn. Wir machen erstmal ein paar kleine Gärten, Leute. So. Noch einen. Perfekt. Wir brauchen auch immer nur zwei Holz. Dann machen wir doch direkt mal vier Gärtchen hier hin. Gut, das sieht doch gut aus. Damit können wir arbeiten. Ich würde die gerne aufheben. Wo ist meine Axt? Ich meine, die ist jetzt nicht so wichtig. Die kann ich neu craften, aber ich würde schon gern wissen, wo die hin ist. Anpflanzen. Gut, jetzt habe ich Kräuter gepflanzt. Gut. Dann crafte ich mir mal eine neue. Weiß zwar nicht genau, wo die hin ist, aber... ist ja jetzt erstmal egal. So, genau, da oben kommt keiner rein. Weil wir da ja dieses Effigy vorgestellt haben. Das schreckt die erstmal ab, dann auch noch Feuer. Und auch das Feuer da hinter der Tür, damit die auch verbrennen, wenn die rein wollen. Hier sind wir ziemlich sicher, meine Freunde. Und hinterher werden wir natürlich auch die Insel erkunden, das ist ja klar. Was kann ich nur aus Federn craften wohl? Can be used for crushing, aber ich kann die da gar nicht reintun. Ich weiß wohl, dass man sich eine Bombe craften kann, aber wir haben ja nicht die Zündkerzen aus dem Flugzeug mitgehen. Ach, die Zündkerzen, die... Schaltkreise aus dem Flugzeug haben wir nicht mitgehen lassen. Also können wir die Bombe wieder vergessen. Und machen uns jetzt erstmal hier ein anderes Feuer. Genau, das habe ich nämlich auch von euch erfahren. Sollen wir doch lieber so ein Feuer hier machen. Was eigentlich auch logisch klingt. Zack. Kann ich sogar... ja, Steine sind hier genug, mein Freund. Eins... zwei. Wo ist jetzt schon wieder meine Axt hin? Warum geht die weg? Wer, die ist jetzt nicht da. Doch, ist gut. Ja, jetzt habe ich hier auch so ein schickes Feuerchen. Ich würde sagen, so langsam. Ach komm, das zünden wir auch mal an. Wir machen hier, wenn dann schon, volle Kanone. Einfach alles anzünden. Go, go. Weil die Ureinwohner haben ja ein bisschen Angst vor Feuer. Dann müssen wir uns bald auch mal was Neues zu essen holen. Dim, dim. Ah, fertig. Yum, yum, yum. Dankeschön. Da oben brennt das Feuer noch. Genau, sehr gut. So soll das sein. Gut, jetzt brauche ich neues Holz. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier rauskommen. Oh, hallo. Hast du etwa mein schönes Feuer gesehen und rennst deswegen die ganze Zeit im Kreis? Du bist aber auch ein Lustiger. Aber das Spielchen können wir auch mal anders machen. Wie werfe ich den mit? Linksklick? Bestimmt, oder?